Verschlechterung der Bonität. Die wenigsten internationalen Kreditbüros, die wichtigen internationalen Kreditbüros haben den Status ihrer Staatsanleihen herabgesetzt. Dies wird voraussichtlich eine Anstoßwirkung auf das BIP haben, da sich ausländische Unternehmen mit Investitionen in ihre Wirtschaft zurückhalten werden. Außerdem wird sie die Zinsrate, die wir auf unsere Schulden zahlen, erhöhen. Das wird unsere kapitalistische Wählerschaft kaum erfreuen. Sie sollten sich darum bemühen, ihre Glaubwürdigkeit bei den Ratingagenturen wiederherzustellen, indem sie die Verschuldung so schnell wie möglich reduzieren. Ihre aktuelle Bonität beträgt jetzt A. Mhm. Tja, unser BIP hat wieder... Ah, wir sind immer noch... Sehen wir gleich auf jeden Fall. Religiöser Komplott. Oh, guck mal. Engel der himmlischen Gerechtigkeit. Mhm. Deutlich runtergegangen. Das war noch 666 eben. Mhm. Forderung einer geldgebenden Person liegt vor. Eine der Hauptsponsoren ihrer Partei, Julieta González, besteht darauf, dass sie eine politische Maßnahme, nämlich technische Hochschulen, einführen. Wenn sie das ablehnen, wird der finanzielle Support für die Partei Wir für Wissenschaft eingestellt. Gucken wir uns das mal an. Technische Hochschulen. Ja, würde zu dieser Politik, hatte ich eben auch schon gesehen. Fand ich auch ganz gut, eigentlich. Ja, finde ich auch gut. Ja, würde ich machen. Ja, dann würde ich das hier direkt mal einführen. Und zwar wo? So mittel? Oder sogar noch ein bisschen reduziert, weil wir nicht so viel Geld haben? Ja, ich würde es auch, glaube ich, eher so ein bisschen noch runternehmen. Weil, wenn ich mich recht entsinne, der Anstieg im Technologiebereich ja auch immer dazu führte, dass die Arbeitslosigkeit wuchs. Ja. Insofern fände ich das gut. Okay. So, haben wir das gemacht. Das war auch alles. Okay, unsere Bonität ist runter. Wir sind ganz leicht im Defizit. Also wirklich nur ganz leicht. Und ich glaube, die Weltwirtschaft des... Das fängt sich vielleicht. Und das sollte dann vielleicht unser BIP wieder hochgehen lassen. Und wir sind trotzdem nur ganz leicht defizitär unterwegs. Das heißt, das ist relativ vielversprechend. Wir gucken mal unsere Probleme an. Mhm. Ja, überfüllte Krankenhäuser. Wir haben jetzt nicht wirklich was daran gemacht. Die Ärzte streiken weiter. Atemwegserkrankungen. Wir sind fast da. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft geht langsam zurück. Unternehmensflucht leider nicht. Und das Problem Krise illegalen Einwanderung steigt leicht. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns noch mal... Wir können noch mal die Tabaksteuer anfassen. Ich finde es total schön, wie gut diese Reflexe auch ausgeprägt sind. So dieses, woran kommen wir? Tabak- und Alkoholsteuer. Ich finde es total super. Es ist ähnlich wie bei, oh Mist, wir haben illegale Einwanderung, lass uns die Grenzen hochziehen. Es ist einfach so ein, Reflex. Aber hier habe ich auch tatsächlich nichts, überhaupt nichts dagegen. Das liegt aber insbesondere darin, dass wir ja auch immer noch das Problem mit den Atemwegserkrankungen haben. Und genau daran dachte ich, ja. Und dazu ja fairerweise kommt, dass das unser Gesundheitssystem auch nochmal belastet. Ja. Insofern bin ich auch dafür, die hochzunehmen. Gibt uns nochmal 100 Millionen mehr. Und sollte sich sehr bald auch auf den Tabakkonsum auswirken. Mhm. So, und dann können wir schon wieder nächste Runde machen. Ja. Atomwaffentest des Nachbarlandes. Die Entwicklung von Atomwaffen gilt weiterhin als Maßstab für die Relevanz gegenüber Relevanz von globalem Militär. Eine benachbarte isolationistische Nation hat in der Nähe unserer Grenze eine Rakete aus ihrem Atomprogramm getestet. Patriotinnen finden das doof und starke Führungspersonen leidet darunter. Religiöser Komplott. Oh, weiter gesunken. Das ist schön. Definitiv.
Und wir haben wieder Nachrichten. Heute Abend erzählt der wütende Autoverkäufer Leonardo, wie die Regierung mit der katastrophalen Maßnahme Emissionsbeschränkungen für Kfz sein einst erfolgreiches Unternehmen zerstört. Tja, Leonardo, tut uns leid. Menschen leiden unter Atemwegserkrankungen. Unsere Partei gewinnt an Popularität. Das ist total schön. Guck mal. Es geht steil bergauf. Sehr gut. Ja, wir sind ganz leicht im Defizit. Die Weltwirtschaft erholt sich wieder. Unser BIP steigt. Ich denke, bald werden uns die Ratingagenturen wieder hochstufen. Und dann geht's mit unserer Wirtschaft voran. Ich hoffe. Ich wollte mich bei Horst hier noch entschuldigen. Horst, die wollte Bildung für Kinder und hat Erwachsenenbildung bekommen. Aber ich hoffe ein bisschen, dass... Wir haben Jugendclubs eingeführt. Genau, also wir haben die Förderung für Jugendclubs gemacht und irgendwie gehe ich auch ein bisschen davon aus, dass wenn... Also es ist... Vielleicht ist das auch Quatsch. Also liebe Pädagogen in der Runde, korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sehe. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass wenn die Eltern einen höheren Bildungsgrad haben, beziehungsweise auch ihren Kids vorlernen, wie wichtig Bildung ist, vorleben, nicht vorlernen, wie wichtig, dass sie ihnen das vorleben und auch die Möglichkeit zeigen, wie man sich bilden kann auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen, dass das auch Kindern und Jugendlichen zugutekommt. Fairerweise aber haben wir wirklich die Kinder an der Stelle ignoriert. Und das ist ich sage das deswegen nochmal explizit, weil es weiter oben vor der Pause noch die Diskussion gab, wenn ich hier nochmal zurückscrolle. Nee, Bildung will ja keiner, Kinder wählen ja nicht. Und da musste ich vorhin grinsen und jetzt haben wir es dann tatsächlich gemacht, was nichts damit zu tun hatte, dass Kinder nicht wählen dürfen, sondern dass wir irgendwie parallel noch gucken mussten, dass wir die Produktivität erhöhen und dazu brauchen wir die Erwachsenen. Und wenn wir wieder Geld haben, nicht mehr im Defizit sind, bin ich auch immer noch dafür, den Rest dann in die Bildung für Kinder und Jugendliche zu packen. Was machen wir jetzt mit unserem politischen Quartal? Kapital, nicht Quartal. Wo sollten wir dran schrauben? Eine Idee, die mir jetzt so gekommen wäre, wäre einmal, dass wir vielleicht hier, es gibt hier was, wo wir die Gesundheit putschen können, nämlich die kostenlosen Sehtests. Die sind relativ günstig und geben einen Bonus auf Gesundheit. Kostet uns 7, kaum nur ein paar Millionchen, gibt uns einfach mal plus 2%, plus 2% bei den Rentnerinnen. Okay, 1% mehr Gesundheit. Das ist jetzt nicht so viel. Ich hatte mir das besser. Aber es gibt auch, es reduziert Armut ein Stück weit. Die wir eben gesteigert haben mit der erhöhten Tabaksteuer. Ich glaube, ich wäre eher bei dem Hinweis, den Belana noch gegeben hat, bevor sie ins Bett gegangen ist. Und ich habe mich gar nicht verabschiedet, wie unhöflich. Sie hatte vorgeschlagen, dass wir uns die Normalverdiener nochmal angucken, wie wir die noch ein bisschen glücklicher machen könnten. Dann gucken wir doch mal, was die denn unglücklich macht. Die Rede wirkt sich bei denen aus. Erbschaftssteuer, Einkommensteuer finden die massiv kacke. Mhm. Eigentumssteuer finden die ganz doll, die Abteilung für Sozialbetrug. Finden die gut. Also schlussendlich, ach guck mal, da ist der Zynismus. Ist das Zynismus? Ja, interessant. 0% Zynismus. Gleichgültigkeit auch 0%, das finde ich auch gut. Gleichgültigkeit ist möglich, finde ich eigentlich noch viel schlimmer als Zynismus. Wir könnten gut überlegen, aber aktuelle Meinung, große Unzufriedenheit. Ja, ich kann das, also irgendwie erklärt sich es mir ja auch. Die Einkommenssteuer ist relativ hoch und momentan bekommen sie noch nicht so wahnsinnig viel dafür. So dieses, wir zahlen, aber wir kriegen irgendwie nichts dafür. Wir haben halt nicht dieses Feintuning hier, um wirklich drauf einzugehen. Momentan hätten wir hier irgendwie nur die Einkommenssteuer.
Aber das würde ich gerade nicht machen, weil die Weltwirtschaft im Abwärtstrend ist. Wenn wir das tun, dann eher minimal. Aber ich würd da eigentlich gerade nicht an die Steuern rangehen wollen. Dann würde ich abwarten. Wir könnten gucken, Abteilung für Sozialbetrug, ob wir das vielleicht ein bisschen hochsetzen. Hätten wir auch die Konservativen mit im Boot. Was wäre denn die nächsthöhere Stufe oberhalb der Fernsehwerbekampagnen? Geheime Ermittler. Ja gut, das müssen wir jetzt nicht machen. Also ich glaube, so ein Sozialbetrugsgeheimnis brauchen wir nicht. Eine Fernsehwerbekampagne ist ja erstmal nicht schlecht. Ja, wir können nochmal... Genau. Kostet nur einen politischen Einfluss. Erhöht hier ein bisschen die Meinung. Ein klein wenig. Tun wir was. Mhm. Jo. Ja, das wäre etwas für die Normalverdienenden. Ansonsten hätte ich hier unten noch Subventionen für Klonforschung. Das pisst die Religiösen an. Ich dachte, das wäre was anderes. Hier hatte ich doch nochmal, selektive Schulausbildung. Schule an sich. Ich wollte hier nochmal drauf gucken, was haben wir hier? Wir haben einen staatlichen Postdienst, der kaum was kostet, wie ich sehe. Mhm. Der für ein paar Millionen mehr einfach mal die Arbeitslosigkeit um 1,3 drücken würde. Ja, das finde ich gut. Und cool. Die Produktivität auch. Machen wir das für 4. Ja, und wir haben staatliche Wasserwerke, wo wir auch relativ wenig Geld ausgeben. Wenn ich da jetzt auch einfach... Oh, das ist... wir geben 11 Millionen dafür aus. Wenn wir dafür einfach mal 200... Teuer. Ja, es wird ganz schön schnell teuer. Für 200 Millionen, aber 1,1% weniger Arbeitslosigkeit ist auch nicht schlecht. Also wir könnten da natürlich auch einfach mal 100 Millionen und kriegen dafür... Okay, 1,4, 1,5 knapp weniger, 0,5 weniger Arbeitslose. Das ist nicht so viel. Wäre aber interessant, hier ein bisschen was reinzustecken. Wir sind immer noch defizitär, aber wir tun damit etwas. Ja, wir könnten auch das mit den Wasserwerken könnte man ja argumentieren. Also das ist einfach also wir haben jetzt einmal eine staatliche Wasserversorgung, nicht wie in anderen Teilen Europas. Insofern könnten wir hier, glaube ich, auch gut rangehen. Was war da noch drin? Korruption war irgendwie auch noch mit dabei. Also es waren ja relativ viele Bereiche, die da extra adressiert worden sind. Ja. Korruption steigt erst, wenn man es wirklich sehr hoch finanziert, die Wasserwerke. Aber tatsächlich würde sich das mit Arbeitslosigkeit so auf 248 Millionen, glaube ich, schon auch lohnen. Ich denke auch. Ja, ich denke auch. Ja, dann lass uns das doch machen. Ja, 2 politisches Kapital. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, Verbraucherschutzbehörde, wobei da haben wir, glaube ich, schon mal erhöht. Ja, da haben wir schon mal erhöht. Das ist mit hoch, finde ich das okay. Ansonsten ist mir hier unten bei den öffentlichen Diensten nicht noch was Zusätzliches aufgefallen. Nö, mir auch gerade nicht. Ich überlege gerade, was wir noch tun könnten, beispielsweise für Landwirte.
wie man die noch so ein bisschen glücklich machen könnte. Hier haben wir die städtischen Bauernhöfe, die könnten wir anheben. Da geben wir relativ wenig Geld aus. Kostet uns 2. Das können wir machen. Ja, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Nö. Schlecht wäre es, glaube ich, nicht. Es würde unsere Lebensmittelversorgung noch ein bisschen sichern. Das können wir im Zweifelsfall auch exportieren. Ausbildung dann machen für wir das Stadtkinder doch mal. In der Landwirtschaft. Ja. Und ansonsten könnten wir gucken, ob wir da nicht noch was einführen. Also Wirtschaft, na klar. Na, Sozialleistungen wahrscheinlich eher nicht. Na, das ist wahrscheinlich weniger für Bauern. Hosti fragt übrigens gerade im Chat, ob die auch ausbilden. Ich habe keine Ahnung, ob die ausbilden. Ich weiß es nicht. Stand nur, glaube ich, in der Beschreibung drin, dass dann die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass jugendliche Stadtkinder in dem Bereich arbeiten. Aber ich glaube, wir haben auch nicht dieses klassische Ausbildungssystem hier, wie wir das so kennen in Deutschland und ich glaube in Österreich auch. Dieses duale Ausbildungssystem. Ja. Was wir für Landwirte machen können, wären halt die Agrarsubventionen ein klein wenig hochsetzen. Wie sieht es denn bei uns mit Nahrungsmittelpreisen aus? Nee. Also an den Agrarsubventionen würde ich gar nicht unbedingt drehen wollen. Die sind nämlich sowieso schon so hoch. Ja. Ah, die Fonds für die Klimawandelanpassung finden die richtig toll. Städtische Bauernhöfe, Verbraucherschutzbehörde und Wildjagdbeschränkungen finden sie ein bisschen doof. Okay, wenn wir die hochsetzen, wofür ich eher tendieren würde, dann finden sie es doofer. Arbeitsrecht hätten wir da. Alles gerade irgendwie nicht so richtig. Also wir insgesamt haben wir ja gerade eine ziemlich gute Popularität, mal von den Normalverdienern und den Patrioten abgesehen. Richtig. Ja, komm, die Religiösen dann, haben sich wieder gefangen. Ja. Dann lass uns vielleicht dann doch wieder in die Problemlösung anstatt Zielgruppe gehen, jetzt wo die Popularität wieder so ist, wie sie ist. Okay. Also wir könnten entweder in die Unternehmensflucht, dann hätten wir den wirtschaftlichen Teil mit dabei. Wir könnten auch nochmal in den Umweltschutz gehen, überlegen, ob wir die Wiederaufforstung nochmal ein bisschen pushen. Oder aber wir machen nichts davon. Die haben wir am Anschlag. Die haben wir schon ganz hoch. Ansonsten wäre mein, weiß ich nicht, Zielwunsch, ich weiß gerade nicht, was der richtige Begriff ist, das Defizit zu beseitigen. Da würde ich eigentlich gerne irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Subventionen so ein Stück weit zurückfahren können oder ob wir noch eine, wir haben ja auch irgendwie mal so besondere Wochen eingeführt. Weißt du, so Kleinigkeiten, die irgendwie nice to have sind, aber die man eigentlich auch nicht unbedingt braucht. Mhm. Also früher gab es dann sowas wie die Antirassismuswoche, die ist wichtig, das ist total gut, aber es gibt so ein paar Probleme, die haben wir gerade einfach nicht. In dieser Intensität. Ja. Beispielsweise. Gut. Ne? Alkoholkonsum. Also wir haben ja schon die Steuer relativ weit oben. Der Alkoholkonsum ist jetzt auch nicht so riesig. Wäre jetzt die Frage, ob wir uns die 40 Millionen nicht sparen. Guck mal, es kostet uns 2, das abzuschaffen. Könnten wir tatsächlich machen. Ja, sollen wir? Mhm.
Also ich wäre dafür, weil wir tatsächlich dieses Riesenproblem so nicht mehr haben. Okay. Machen wir das. Morsi schreibt im Chat übrigens auch gerade, in der Bildung sprechen wir allgemein von Matthäus-Effekt. Wer hat, dem wird gegeben. Interessanter Ansatz. Wirklich interessant. Mhm. So, ansonsten haben wir hier unten noch Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. Kostet uns fast eine Milliarde. Wie sieht unser CO2-Ausstoß aus? Wir sind fast runter. Ich hätte den jetzt tatsächlich auch abgeschafft. Ja, das lohnt sich wahnsinnig. Ja. Also auch, weil wir ja auch noch diese anderen unterschiedlichen Sachen haben, die mit CO2 zu tun haben. Und Umweltentwicklungsgeschichten. Ja, wir haben auch eine CO2-Steuer. Wir haben hier oben bei Transport viel gemacht. Das behalten wir alles bei. Dieses eine Teil, wenn jetzt CO2 wieder hochgeht, können wir mit anderen Maßnahmen nachregeln oder die CO2-Steuer wieder ein wenig anheben. Ja. Ja. Und schon haben wir unser Defizit ausgeglichen. Ja. Schon haben wir das getan. Und ich hätte jetzt noch gesagt, wir könnten sogar noch für die 6, die wir haben. Ah ne, das sind nur Zuschüsse. Könnten noch was für den Außenhandel tun. Obligatorischer Fremdsprachenunterricht. Ja, finde ich gut. Für Auslandsbeziehungen, Bildung, Tourismus, ethnische Spannung. Patriotinnen find's weiterhin doof. Jugend- und Kapitalistinnen find's toll. Und Auslandsinvestitionen gehen hoch. Ja. Ja, also ich glaube, da sind Kosten und Nutzen in einem interessanten Verhältnis, weil so teuer ist es nicht und dafür bringt es uns extrem viel. Es ist spottbillig. Ja. Wo sollen wir es hinfahren? Ganz hoch? Ich würde es ganz hoch packen, ich weiß aber nicht, wie du das siehst. Ja. Bin ich sofort dafür. So, und jetzt können wir schon nächste Runde machen. Und ich bin sehr, übrigens auch mal nur so nebenbei, ich bin sehr zufrieden. Anscheinend hat das gut funktioniert mit dem Schnee entfernen. Die Frame Drops sind eigentlich weg. Krass. Aber dass es auch so viel ausmacht. Ich weiß, ich bin gerüstet für morgen. So, nächste Runde. Oh, na guck mal an. Vertrauenswürdigkeit im Laufe der Zeit. Sie stärken die Wahrnehmung, indem sie ihr Versprechen und Prinzipien wahren und keine Ping-Pong-Politik betreiben und mögliche Wahlversprechen aus vorherigen Amtszeiten einhalten. Ich weiß nicht, was wir hier gemacht haben. Korruption ist gestiegen. Policy Flip-Flop. Ich weiß nicht, was wir hier gemacht haben. Irgendwas eingeführt und dann wieder abgeschafft? Oh, also ja, na klar, wir haben die Kampagne für Alkohol wieder abgeschafft. Die Alcohol Awareness Campaign haben wir wieder abgeschafft. Ja, die haben wir eingeführt, weil wir das Alkoholproblem hatten. Ja, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob dann diese Begrifflichkeit Policy Flip-Flop, also die finde ich nicht gut, die finde ich nicht passend. Weil manchmal braucht man andere Instrumente und als vorher. Und wenn sich eine Situation erledigt, dann hat sie sich halt erledigt oder ist besser geworden. Ja, hier sind wir weiter runtergegangen, oder? Das war noch irgendwas 270 oder so. Jetzt sind wir schon bei 193. Das ist sehr schön. Die Religiösen hassen uns nicht mehr abgrundtief. Und wir haben ein Dilemma. Giftmülldeponie. Es wurde ein Vorschlag für den Bau einer großen Giftmülldeponie in unserem Land vorgelegt. Die Anlage wird riesig sein, weshalb für den Bau potenziell viele Arbeitsplätze geschaffen werden können. Dennoch gibt es Bedenken bezüglich der Umweltauswirkungen. 1. Bau der Deponie genehmigen. Natürlich will niemand Giftmüll in seinem Garten haben, aber wir wären töricht, würden wir den wirtschaftlichen Vorteil des Baus dieser Anlage den Rücken kehren. Von den potenziellen Arbeitsplätzen einmal ganz abgesehen. Außerdem kann die Deponie auf dem Land errichtet werden, wo Arbeitsplätze gebraucht werden und das Risiko gering ist.
Bau verweigern. Es ist ganz egal, um wie viele Stellen und welche Beträge es hier geht. Wir können doch unser Land nicht einfach dem Ausland als Müllgrube zur Verfügung stellen. Die Auswirkungen des Giftmülls können über Generationen hinweg spürbar sein. Ist es wirklich das, was wir unseren Kindern hinterlassen wollen? Ach, diese beide Argumentationslinien sind... wir haben da schon sehr oft drüber gesprochen. Ich würde hier immer sagen, Bau der Deponie genehmigen, weil es liegt dann in unserer Kontrolle, dass wir die höchstmöglichsten Sicherheitsstandards einhalten, dass unsere Kinder keinen Nachteil davon haben. Im Gegensatz zu, wir verweigern es, irgendein anderes Land kriegt es und schüttet es ins Meer, wo es mit dem Fisch dann zurück zu uns kommt. Das ist so, ja, was mich halt massiv an diesen beiden Positionen stört. Ich bin da definitiv bei dir und irgendwie... Also es wäre halt schon schön, da sind wir aber auch wieder bei Planung von Auswirkungen. Wenn man halt Sachen macht und beispielsweise Giftmüll dann auch hat, muss man sich halt dann irgendwann Gedanken damit machen, wie man damit umgeht. Insofern bin ich da deiner Argumentation folgend ganz bei dir. Okay, also machen wir Bau der Deponie genehmigen? Ja. Okay. UmweltschützerInnen... Oh, minus 23. BP steigt und Arbeitslosigkeit sinkt um 1%. Aber wir haben schon sehr viel für die UmweltschützerInnen gemacht. Das sollte uns nicht groß wehtun. Wo haben wir sie denn? Hier, UmweltschützerInnen. Wir sind bei 100% bei denen. Ja. Das ist also okay. Popularität steigt. Wir sind weiter... auf einem guten Weg. Guck mal, 2 Milliarden Überschuss. Weil die Weltwirtschaft jetzt auch wieder steigt, steigt unser BIP. Es wäre schön, wenn unser Zinssatz noch sinken würde und dann können wir hier wirklich die Staatsschuld verringern. Das ist recht. Das ist total schön. Wie sieht's hier aus? Atemwegserkrankungen, wir sind so kurz davor. Das BIP ist gestiegen, deswegen geht es da wieder hoch. Überfüllte Krankenhäuser immer noch auch. Ärztestreik steigt wieder ein klein wenig. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Und Unternehmensflucht auch. Und hier haben wir, ja, Krise der illegalen Einwanderung. Ja, was wir machen könnten, ich weiß aber nicht, also das würde ich gerne einfach mal ausprobieren, wie sich es auswirken würde, wenn wir die Einkommenssteuer nur minimal verringern. Also wir haben jetzt gerade einen Überschuss von 2 Milliarden. Ich will jetzt nicht diese 2 Milliarden in eine verringerte Einkommenssteuer stecken, aber vielleicht so ein Tick. Weil das ja genau das ist, was gerade auch bei den Normalverdienern so krass reinknallt. Dass ich, was hättest du denn gesagt für einen Tick? Finden. 1 Milliarde? Ja, so 1 Milliarde, so die Hälfte finde ich gut. Das führt zu 2,2% besserer Meinung bei den Normalverdienern. Wie wirkt sich das denn aus auf das Bruttoinlandsprodukt? 0,1%. Positiv. Steht da unten Einführung von Kryptowährung? Ja. Okay. Das würde ich mir Einführung gerne auch von Kryptowährung? Angucken. Ja, das würde ich mir dann auch nochmal angucken wollen. Ist das auch neu? Nee, das gibt's schon länger. Okay. Kryptowährung ist Einführung von Kryptowährung. Technologie, Jugend, Umsatzsteuer, welches Jahr? Inflation? Besteuerung von Kryptowährung. Wir besteuern zurzeit auch Kryptowährung. Ganz interessant, die Einkommenssteuer so ein Stück zu senken. Bei der Besteuerung von Kryptowährungen könnten wir auch noch ein bisschen dazugehen. Okay, 27,5. Ich gehe mal auf 26,5. Ja. Okay. Und das wirkt, ja, finde ich super. Dankeschön. So, und Kryptowährungen
Da kenne ich mich ja auch haben wir hier inhaltlich gar nicht aus. Besteuerung von Kryptowährungen. Der Handel in Kryptowährungen steigt zunehmend. Um die Kosten der Steuerumgehung abzudecken und die neue Währung an das Steuersystem zu binden, werden Vorschriften und Besteuerung erforderlich. Eine Steuer auf Internetwährungen reduziert das Einkommen aller in Kryptowährungen handelnden Menschen. Dazu gehört vor allem Selbstständige und Kleinunternehmen. Ja gut, aber wir haben ja gerade Wir haben ja gerade die Einkommenssteuer gesenkt, insofern wäre ich da gerade noch relativ entspannt. Und naja, es ist halt so ein bisschen schwierig, weil Währung halt so ein krasses staatliches Ding ist. Und wenn du das staatlich gar nicht beeinflussen kannst, den Währungskurs, dann hast du einfach ein wirtschaftliches und finanzpolitisches Problem, was möglicherweise ein Grund ist, warum es jetzt darüber diskutiert wird, das auch staatlich einzuführen. Ja, das finde ich gut, das ein bisschen Da, also so hoch angehoben, dass wir nur 4 ausgeben, ist halt ein paar Millionen mehr, aber bremst das ein klein wenig. Kapitalisten finden es ein klein wenig doof. Finde ich auch gut. So, für 15, wir könnten auch nochmal gucken. Übrigens, ich gucke gerade in den Chat, ich finde es total schön, wie aktiv ihr heute seid. Und Horsti sagt auch so, ständig schreibt er irgendwelche Sachen, die ich super spannend finde und für die wir eigentlich noch viel, viel, viel mehr Zeit bräuchten, um uns mit denen auseinanderzusetzen. Und dieser Matthäus-Effekt, der bleibt bestehen. Und vor allem, dass man die Leute, wie kriegt man die Leute dazu, sich freiwillig zu bilden? Und so. Ja. Ja, und wir haben Aufgaben bekommen von Horsti und von Edelhack. Edelhack hat Physik ausgegeben und Horsti hat Romy Random Politiklexikon ausgegeben. Jetzt verstehe ich schielend auf die Zeit. Ja, schielend auf die Zeit hätte ich jetzt aber gesagt, lass uns noch eine kleine politische Entscheidung treffen und dann vielleicht Pause machen und dann aus der Pause zurückkommen mit Physik und Random Politiklexikon. Gerne. Ich wollte nur jetzt schon mal vorab sagen, dass die Seite 88 mal wieder eine leere Seite ist. Und wir auf Seite 91 weitermachen müssen. Es geht um Strukturentscheidungen. Das Grundgesetz, erstens Einführung, Verfassung und Verfassungsordnung. Wir bleiben heute im Thema, ohne dass ihr es wollt, aber wir bleiben drin. Ja. Und gerne noch eine politische Entscheidung. Ja, genau. Also wir haben jetzt hier und da an den Steuern ein bisschen was, weil wir Überschuss haben. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns doch mal in Produktivität oder in Arbeitslosigkeit reingucken. Also Arbeitslosigkeit ist auf dem unteren, dass wir hier vielleicht mal ein bisschen an die grünen Sachen rangehen. Industrielle Automatisierung besteuern wir schon. Immigration, Rentenalter, Arbeitslosengeld. Kunstsubvention. Es gibt auch nicht so viele Sachen für Kunst und Kultur. Oh ja. Oder? Täusche ich mich da jetzt gerade? Das ist richtig. Und ehrlich, da hätte ich jetzt gesagt, da können wir mal richtig Geld rein tun. Ja. Weil Auslandsbeziehungen, Tourismus, Bildung, Arbeitslosigkeit wird gesenkt um 0,8%. Okay, Kapitalisten finden es doof, aber ansonsten, das ist tatsächlich etwas, was wir hochdrehen könnt. Es ist nur ein Bereich dieses riesigen und super ausdifferenzierten Kunst- und Kultursektors, aber augenscheinlich ist es das Einzige, was wir in diesem Spiel beeinflussen können, und aus dem Grund sage ich, komm, dann volle Pulle. Ja, das war, also ansonsten habe ich jetzt bei Arbeitslosigkeit nicht viel gesehen, deswegen würde ich bei Produktivität tatsächlich nochmal gucken. Die geht langsam, also stagniert. Was haben wir hier, was die positiv beeinflusst? Bildung, da haben wir was ganz,
getan. Kinderbetreuungsgeld, industrielle Automatisierung, Subvention für Erwachsenenbildung. Wir haben ein staatliches Energieversorgungsunternehmen, das wir sehr niedrig finanzieren. Ganz offensichtlich. Das heißt, wir stecken hier 200... Oh. Wir stecken 255 rein. Beim Wasser. Ja, genau. Das steigt sehr, sehr schnell und zwar nicht linear. Also für sehr, sehr teuer kriegen wir... Okay, immerhin, na gut, 0,8% Erniedrigung der Arbeitslosigkeit. Produktivität wird so gut wie nicht beeinflusst. Das würde ich mal so im Hinterkopf behalten. Ja. Können wir im Bereich Gesundheit noch irgendwas machen? Da bin ich fest von überzeugt. Betriebliches Gesundheitsmanagement oder so. Gucken wir mal hier. Also Arbeitsschutzgesetze. Möchte ich eigentlich nicht runtersetzen. Nee, ich auch nicht. Verbraucherrechte. Technologiesubventionen. Ja, das finden halt die Religiösen nicht, so gar nicht gut. Aber Technologie macht etwas ganz Wundervolles, das sorgt dafür, dass die Gruppe der Religiösen kleiner wird. Genau, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. So, warte, das sind ja gar nicht, das ist ja nicht deren Stimmung, sondern das ist deren Mitgliedschaft. Ja. Nein, um im Bild dieses des Tankers zu bleiben, wenn man denen nur so ein U-Turn mit einem Tanker funktioniert nicht, aber so langfristig planen und kriegt man hin. Also insofern wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Willst du das ein wenig erhöhen, meinst du? Ja. Wir haben ja eh die Technologiesteuern noch drin. Ja, und dann können wir mal so 200 nicht ganz 200 Millionen dafür investieren. Dann geben wir nur 2 politisches Kapital aus. Wir verringern die Anzahl der religiösen Menschen in unserem Land und geben auf die Produktivität einfach mal knapp 0,7 drauf. Technologie steigt auch, BIP ganz leicht auch. Und Arbeitslosigkeit auch einfach mal 0,4 weniger. Ja, komm. Das klingt doch. Das ist ganz gut. So ja, viele. Jetzt haben wir noch 10. Klappe. Ja. Für die Gesundheit. Wir können natürlich hier staatlicher Gesundheitsdienst. Dafür geben wir 15 Milliarden aus. Da könnten wir natürlich auch noch mit rein. Also ist halt teuer. Könnten wir vielleicht was wir machen könnten, ein bisschen wäre feiner feiner justieren, meinst du? Im Sinne von, wir nehmen uns einen einzelnen Bereich raus, keine Ahnung, die überfüllten Krankenhäuser oder so. Und ja, okay. Gucken, was wir da noch machen können. Da sind nur 3 Faktoren, die direkt darauf aus. Nachfrage der Gesundheitsversorgung treibt halt die überfüllten Krankenhäuser. Und Nachfrage nach der Gesundheitsversorgung wird legaler Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Atemwegserkrankungen, Tabakkonsum, Lebenserwartung, Tourismus, illegale Immigration, Bevölkerung, Immigration, Technologie. Tja, also die Atemwegserkrankung, also das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Die Atemwegserkrankung. Tja. Ja gut, da wären wir dann auch schon wieder bei Umwelt. Ja, Kfz-Nutzung. Hätte ich jetzt gesagt, lass uns bei den Ideen für Transport gucken.
Hier wäre eine Möglichkeit, Zuschüsse für Biotreibstoff, bin ich kein so großer Freund von. Ist aber relativ günstig. Sorgt auch für einen positiven Effekt, sowohl bei Autofahrern als auch bei Landwirten. Senkt unseren CO2-Ausstoß und unseren Ölbedarf. Ansonsten alles positive. Okay, Nahrungsmittelpreise steigen etwas. Wir könnten das einführen auf einem niedrigen Niveau. Ich bin ganz bei dir, ja. Okay. Wo, so mittel oder? Ich hätte jetzt gesagt, so an dieser Grenze. Okay, so hoch. Nee, ich wär so bei 90 gewesen, aber wir können auch die goldene Mitte aus beidem nehmen. Und dann zwischen 110 und 90 machen wir 100. Ja. Nahrungsmittelpreis steigt dann, aber dann können wir den auf eine andere Art und Weise wieder runterregeln. Ja, wir haben ja auch Ölbedarf. Schon so viele Subventionen. Ja. So, jetzt sind wir bei 0. Ich bin jetzt gespannt, wie sich's auswirkt. Nächste Runde.